Herzlich willkommen und guten Abend. Ich freue mich, dass wir dieses Mal wieder über London geroutet werden. Das ist nämlich sogar thematisch passend zu meinem heutigen Gast, die sich also sehr gut auskennt mit den Sagenschätzen, speziell von der Insel. Das werden wir gleich nochmal genau herausfinden. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich kann nur noch mal kurz vorweg schieben, was so bei mir passiert ist, einfach damit ihr auch alle Bescheid wisst. Ich war nämlich in Berlin am Wochenende, um dann aus einem Berliner Hotelzimmer heraus ein Zoom-Meeting zu machen, eine Lesung für die Stadtbücherei in Detmold. Dann war das Wochenende die Buch Berlin und am Samstagabend waren wir im Kaufpark Eiche in einem Vorort von Berlin und haben da eine Lesung gehabt. Das war also ein sehr intensives Wochenende. Jetzt bin ich wieder zu Hause und kann ganz gemütlich die Umbruchfahne von Sternenbrücke durchschauen. Also auch da geht es vorwärts, genau wie bei der Phileasson-Saga mit Nebelinseln, auch schon ein mythischer Titel, damit nähern wir uns dem Thema des Abends. Und denn Nebelinseln ist sogar noch einen Schritt weiter. Da habe ich jetzt also die finale Fahne bekommen, nach Durchsicht mit eingearbeiteten Änderungen. Also das, was jetzt in den Druck gehen wird. Das alles ist heute nicht unser Thema, sondern wir sprechen über etwas, das praktisch mit den Wurzeln der Fantasy zu tun hat. Denn wenn wir so denken an Ritter, Drachen, Helden, Magier und so weiter, dann ist das ja ein Personal, das schon lange vor dem ersten Fantasy-Roman bekannt war, denke ich zumindest, nämlich in unseren Sagen, die wir hier als Schatz benutzen können, um uns daran zu bedienen und ganz hervorragende Fantasy-Romane zu schreiben. Das hat sich auch mein heutiger Gast gedacht. Und ich begrüße ganz herzlich Jessica Bernett. Hallo. Hallo. Freut mich, dass du es einrichten konntest. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was der heutige Abend so bringt. Ja, er bringt natürlich meine steilen Thesen. Er bringt auch viele interessante Buchtipps, die du mir ja mitgebracht hast. Da werden wir auch drüber sprechen. Er bringt die ersten Grüße, zum Beispiel von TJ Omar, der dich hier im Chat begrüßt. Ich denke, und Anni RWN und Mario Stars, der uns allerseits begrüßt. Also diesmal bin ich sogar mal mitgemeint beim Begrüßen. Okay, kommt nicht so oft vor. Alles klar. Also, da gehe ich jetzt einfach mal drüber hinweg und lasse mein verwundetes Herz schweigen. Es geht ja auch letztlich darum, dass wir mal mit dir sprechen über Sagen und natürlich auch über deine Bücher. Ich glaube, wir fangen tatsächlich mal mit den Sagen an. Wobei meine Thesen und die Buchtipps sind ja also Elemente dieses Streams, aber das Publikum soll sich mal nicht zurückhalten. Also wenn es Fragen und Anmerkungen gibt, bitte immer munter rein in den Chat. Das werden wir alles dann auch umfassend behandeln, weil mein Gast so schlau ist, dass da keine Frage offen bleiben wird. Da bin ich klar im Vorteil. Ich muss die Fragen nur vorlesen. Jessica muss sie beantworten. Das ist eine Verteilung, die mir sehr entgegenkommt. So, die erste These, die ich jetzt hier mal raushaue, ist, dass Sagen ja Märchen für Erwachsene sind. Was sagen wir denn dazu? Wir sagen, jein. Ja. Ein eindeutiges Jein. Denn wenn man die Intention der Sagen betrachtet, dann waren das ja in erster Linie Geschichten, Vorträge an den Königshöfen, an den Höfen der edlen Herren von alten Heldentaten, um den Abend zu bereichern und so weiter und so fort. Märchen hatten eine ganz ähnliche Intention, die waren aber mehr so für den kleinen Mann gedacht. Und ja,
Ich glaube, dass dieser Unterschied für Erwachsene und für Kinder dann erst später kam. Also, dass die Sagen mehr historisch begründet waren und die Märchen halt dieses märchenhafte Prinzessinnen, Elfen, Feen, das kam erst viel später. Ursprünglich waren ja auch die Märchen sehr viel brutaler, als wir sie heute kennen. Also die waren Ja. durchaus auch für ein erwachsenes Publikum mitgedacht damals, Genau, die genau. Märchen. Weiß man eigentlich, ob die Leute, die jetzt diesen Sagen zugehört haben an den Königshöfen, ob die geglaubt haben, dass das alles gestimmt hat oder ob die wussten, dass das erfundene Geschichten sind? Ist das bekannt heute, wie die das wahrgenommen haben? Ich glaube, die wussten, dass es so eine Mischung ist. Ich denke schon, dass, also ich weiß es nicht, ob die das wussten, aber ich denke, sie wussten, dass es eine Mischung ist. Denn wenn man überlegt, dass da auch Drachen drin vorkamen, schwierig. Haben die gedacht, dass es wirklich Drachen gab? Sie haben auf jeden Fall die Also. Sage ihrer Zeit auch angepasst. Deswegen denke ich, dass sie schon wussten, dass das jetzt nicht ganz so gewesen war. Also, weil ich habe mal von einem Mythenforscher gehört, dass das bei den Griechen tatsächlich nicht bekannt ist, ob so der Normalgrieche, also mit Griechen meine ich jetzt die alten Griechen, so 450 vor Christus, ja, ob so der Patroklos Normalgrieche, ob der also wusste, dass die Blitze nicht von Zeus geschleudert werden, oder ob der wirklich geglaubt hat, da ist einer, der diese Blitze schleudert, das weiß man heutzutage, glaube ich, nicht, oder kann man nicht mehr nachvollziehen. Ja, da kommt man auch in die Mythologie mit rein, ne? Und Religion. Was haben die Menschen geglaubt? Ja, das ist schon ein spannendes Thema. Aber ich glaube, die Also, meisten was sind die schon auf Leute ja diese sowieso Sachen geglaubt haben an magische Schwerter, so wie wir heute ja auch. Deswegen gehen magische Schwerter ja immer. auf jeden Fall. Also, das lag aber auch vor allem daran, dass Schwerter damals die Waffe war. Also es gab, klar gab es auch Bögen und so weiter, aber ein richtiger Ritter hatte natürlich ein super Schwert dabei und das war ein richtiges Statussymbol. Und die besten Schwerter hatten natürlich auch Namen und im besten Fall dann auch noch irgendwie selbst eine mythische Geschichte im Hintergrund, wie sie entstanden sind und was sie alles können. Deswegen, also ein Held ohne Schwert geht ja fast gar nicht. Mario Staas schlägt vor, in der Modernisierung könnte man eine magische Kalaschnikow einbringen. Aber ich glaube, das hätte einfach nicht dasselbe Flair wie ein Schwert, oder? Wenn man so ein Schnellfeuergewehr. Beim Schwert hängt auch mehr die Manneskraft noch dahinter oder die Frauenkraft, die Frau, die das Schwert führt. Also ich denke, das hat dann mehr so eine Verbindung zwischen Waffe und demjenigen, der es führt, dass die quasi so eine Einheit werden. Und natürlich, dass so also ein Schwert nur von einer bestimmten Person gezogen, zum Beispiel aus dem Stein gezogen werden kann. Das Also muss man immer schauen, wie kann man auch. die Interaktion mit dem Schwert ist eine persönlichere als die mit einem Gewehr, das wäre Genau. wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Und vor allen Dingen eine Kalaschnikow, die kann man auch von ganz weit hinten abschießen und der Feind ist irgendwo da vorne, aber wenn man mit einem Schwert kämpft, dann steht man sich Auge in Auge. Das erfordert mehr Mut und persönlichen Einsatz. Übrigens, herzlich willkommen, die Leute aus dem Krähenraid, die uns hier verstärken. Wir reden hier über Sagen. Ich stelle nur die Fragen. Diejenige mit der Ahnung ist die Jessica Bennett, die hier im Chat ist. Also Schwerter, sowohl von der Herstellung als auch von der Handhabung, sind irgendwie persönlicher und deswegen gut geeignet als Motive, ja? Ich will jetzt aber auch nicht ausschließen, dass ein Bogen nicht auch eine super Waffe sein kann, weil wir kennen ja alle die Geschichte von Odysseus, der zurückkehrte von seinen Irrfahrten und er war der Einzige, der seinen Bogen spannen konnte. Das ist ja auch dann wieder Und durch diese Axtkräfte spannend. schießen konnte dann damit, ne? Genau, das auch noch dazu. Ja. Damit bewies, dass er tatsächlich er war und würdig war. Doro Susi sagt uns, dass Schwerter einfach schick sind. Da hat sie natürlich einen Punkt. Ja. Gut.
Wir hatten schon die Frage, die ich jetzt einmal zurückgestellt hatte, wie denn Jessica darauf kam, die Artussage in ihren Büchern zu behandeln. Das müssen wir nochmal für die Allgemeinheit klären, was hinter dieser Frage steckt. Und da habe ich natürlich als Einblendung vorbereitet. Tada, tada, eins, zwei, drei. Was haben wir denn hier vor uns? Meine Elaine-Reihe. Ja, Die sogar noch das. weiter fortgesetzt wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Wir sind ein. Warum geht es denn da so? Ja, Erzähl mal. Elaine geht es um Elaine von Korbenick. Die ist vor allen Dingen mit der Gralssage verbunden, wird nämlich die Mutter von Galahad, dem einzigen Ritter, dem es gelingt, den Gral zu finden und auch tatsächlich anzufassen, sozusagen. Ja, als ich 13 Jahre alt war, also schon gar nicht so lange her, damals habe ich mir gedacht, dass die Frauen in der Artussage eigentlich gar nicht so gut wegkommen. Also meistens sind sie ziemlich blass oder Opfer oder böse. Und gerade Elaine von Korbenick, die eigentlich so eine wichtige Rolle hat als Mutter des besten Ritters aller Zeiten, die stirbt dann einfach, wenn ihre Aufgabe erfüllt ist. Und ich dachte, das kann ich so nicht stehen lassen. Und dann kam ja auch noch mit Lancelot und Guinevere dazu. Die fand ich schon mit 13 oberpeinlich. Hat gesagt, das kann nicht sein. Irgendwas muss dahinter stecken. Und habe dann angefangen, ganz naiv, auf der Schreibmaschine meiner Mutter am Küchentisch ganz engzeilig meine Version aufzuschreiben. Das war natürlich grottenschlecht damals. Und habe immer wieder daran gearbeitet. Über die Jahre hinweg kam ich doch immer wieder auf die Artussage zurück, weil es einfach meine absolute Lieblingssage ist, schon seit ich ein kleines Kind war. Und ja, dann irgendwann, vor auch nicht allzu langer Zeit, saß ich vor meinen Büchern, die ich angefangen habe zu schreiben und dachte so, von allen Büchern, die ich jemals angefangen habe, um welches wäre es denn wirklich jetzt schade, wenn ich das nicht vollenden würde? Und dann kam mir natürlich die Geschichte von Elaine in den Sinn und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich die als erstes und stelle alles andere zurück. Und es sollten auch eigentlich nur drei Bücher werden, aber jetzt werden es vier plus ein Spin-off, das ja auch schon erschienen ist. Genau, das ist die Geschichte, wie das dazu kam, dass ich Elaine angefangen habe zu schreiben. Erzähl uns bitte noch mal ein bisschen über den Inhalt. Du hast uns jetzt hier mit Namen vollgeschmissen, was übrigens schon gereicht hat, damit Frau von Bödefeld ihr Warenkörbchen bestückt hat, wie sie hier schreibt. Aber um noch den Rest dieser Rasselbande hier zu überzeugen, was Ja. ist denn Elaine, außer dass sie die Mutter von Gawain ist? Was macht die denn so drei Du Bücher oder vier Bücher lang? hast den falschen Namen genannt, Schande Ja, über weil du dein so Haupt. viele Namen hier entgegengeschmissen hast. Also von wem ist sie die Okay, wir fangen Mutter? mit Lydia an. Elaine ist die Tochter von König Pelles. In meiner Version ist sie dann auch das Rabenkind. Das heißt, ihre Mutter ist Kundry, die eine Seherin war, die auch Rabe genannt wurde. Daher kommt der Name Rabenkind. Sie lebt im Norden Britanniens, in einem sehr verschlafenen kleinen Königreich und lebt da im ersten Band ziemlich zufrieden, ist noch sehr jung. Ihre Freundinnen sind schon alle verheiratet, sie noch nicht. Und sie vertraut aber darauf, dass ihr Vater schon irgendwie das richten wird und schon den richtigen Ehemann für sie finden wird. Aber der hat ganz andere Pläne mit ihr. Sie weiß nur nicht welche. Sie hat da mal so ein Gespräch mitgehört zwischen ihm und einem anderen König, der sie eigentlich für seinen Sohn beanspruchen wollte. Und ja, sie wartet quasi darauf, was ihr Vater denn für sie geplant hat. Und eines Tages kommt aber ein Barde nach Korbenick. Und der bringt allerlei Geschichten, zum Beispiel von Camelot und König Artus mit sich. Und Elaine denkt sich, Mann, da will ich auch mal in die große, weite Welt hinaus. Eigentlich ist es doch ein bisschen langweilig hier. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Also er ergründet die Geheimnisse von Korbenick, denn er ist auf der Suche nach etwas. Wonach, das will ich jetzt nicht verraten. Und Elaine bekommt dafür die ganzen Geschichten erzählt, weil sie liebt Geschichten. Und leider steht die Freundschaft nicht unter einem guten Stern. Und am Ende des Buches
beschließt Elaine, ihre Heimat tatsächlich zu verlassen. Und im zweiten Band, Elaine Rabenherz, kommt sie tatsächlich auch nach Camelot und trifft auf König Artus und sämtliche Helden der Tafelrunde. Ja, und jetzt muss ich überlegen, damit ich nicht spoilere. Elaine Rabenschwur spielt ein paar Jahre später. Da ist Galahad schon auf der Welt. Also sie ist schon Mutter. Sie lebt dann in einer anderen Festung, den Gwari. Den Gwari ist heute Bamborough Castle und da greife ich doch direkt mal an zu meinem eigenen Gral. Da kommt ja nämlich da. Und genau. Sie ist also dann schon, sie hat zwei Kinder zu dem Zeitpunkt schon und in Camelot gibt es einige Intrigen und Geheimnisse, die es aufzudecken gilt. Da geht sie aber nicht hin, sondern ihr Ehegatte. Und sie selber versucht nochmal, die Geheimnisse von Corbenic weiter zu ergründen. Ja, jetzt habe ich mich gefordert. Also sind das letztlich so Rätselgeschichten, wo sie dann immer irgendwelche Geheimnisse aufdeckt? Oder muss sie sich durch irgendwelche Monsterhorden metzeln? Oder was ist da das wesentliche Grundthema? Das wesentliche Grundthema ist eigentlich ihre Lebensgeschichte. Wie sie versucht, es gibt eine Prophezeiung ihrer Mutter, die Aseherin war, dass sie eines Tages die Mutter des größten Helden aller Zeiten wird. Sprich Galahad. Es gibt auch noch weitere Prophezeiungen und noch weitere Visionen und Elaine versucht immer eigentlich sich selbst und ihre Familie davor zu bewahren, in diese Prophezeiungen hineinzutappen, weil sie sagt, nein, wir müssen unser eigenes Schicksal schmieden. Und irgendwann, ja, ob sie es schafft, gegen ihr Schicksal anzukämpfen. Also es ist eigentlich ihre Lebensgeschichte von ganz jungen Mädchen über Frau zu Mutter. Und wie es dann eventuell mit ihr endet oder nicht endet. Das muss man dann im vierten Band herausfinden. Kommt denn da auch also wirklich spürbare Magie drin vor zum Beispiel? Also ist das wirklich Fantasy oder ist das pseudo-historisch? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine sehr gute Frage. denn die Magie habe ich extra so angelegt, dass man sie auch übersehen kann. Okay. Also wie erkläre ich das jetzt am besten? Elaine sieht die Welt ein bisschen mit anderen Augen. Dann kann man entweder sagen, ach, die ist aber naiv, dass sie da so eine, also zum Beispiel aus Band 1, eine weiße Stute für ein Einhorn hält. Mhm. Könnte man sagen, mein Gott, ist die naiv, dass die an Einhörner glaubt, weil jeder andere kann das Einhorn natürlich nicht sehen. Und der Bade aber, der sich darauf einlässt, denkt sich, ja, warum nicht? Das könnte ein Einhorn sein. Und nur Elaine hat die Fähigkeit, das Einhorn als solches zu erkennen. Also es bleibt im Ungewissen. Es bleibt immer so ein bisschen ungewiss. Also die Magie ist auch mehr so unterschwellig vorhanden. Der Bade zum Beispiel, wenn er singt, hat seine Stimme immer eine gewisse Wirkung auf Lebewesen. Zum Beispiel eine beruhigende, beruhigende Wirkung. In Elaine 2, also im Rabenherz. Also auf der Buch Berlin wurde mir ja gesagt, ich hätte eine sehr erotische Stimme. Das lag aber daran, dass ich zwei Tage mit meiner, ja, du guckst so ungläubig, das lag daran, dass ich zwei Tage mit meiner Atemschutzmaske da rumgerannt bin und mein Hals ausgetrocknet war. Und dann hat das immer so gerasselt beim Sprechen. Das hat sich also jetzt wieder gelegt. Ja, wenn du singst, also der Torvalder Chor, der hat ja auch so eine bestimmte Wirkung auf. Man kann da eine gewisse Wirkung, ich weiß jetzt nicht, ob das erotisch ist. Das wage ich zu bezweifeln. Aber wir haben ja sicherlich einige Mitglieder des Torvalder-Chors hier im Chat. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie die das so empfinden. Jedenfalls. Möchte Bücherschatztruhe noch mal schnell wissen, wie denn der Untertitel von Band 4 lauten wird. Steht das schon fest? Ja, Rabenseele. Rabenseele, danach halten wir Ausschau. Gut. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen hier mit meinen fetzigen Thesen vorwärts kommen. Sagenmotive sind tiefenpsychologische Archetypen. Da habe ich doch mal so richtig vom Leder gezogen. Vor allen Dingen, weil ich die erste Version der These schon dachte, hä, was meint er denn damit? Und dann hast du das rausgehauen und ich so,
Ah, ja. Ja. Erläutere doch mal dem Chat, was du da genau mit gemeint hast. Da du es ja genau weißt und verstehst, müssen Ja, wir es nur dem natürlich. Chat erläutern, das ist klar. Ja, Du klar. unterschätzt aber meinen Chat. Mein Chat, Herr Meister, also voll auf der Höhe. Also grundsätzlich sind die extrem gebildet, diese Leute, und wissen natürlich, dass ich damit meine, dass wir in den Motiven, die wir dort treffen, in den Sagen, also der Drache, der Oger, der Held, diese Dinge da. Das sind auch durchaus Archetypen, die wir finden in der Psychoanalyse. Ja, also dass wir da also auch, wenn jetzt so ein C.G. Jung die Leute auf die Couch geschmissen hat, dann hat er ja auch so Traumbilder und sowas erforscht und die tauchen da ja dann auch auf und die stehen dann für irgendwas. Das kann man also analysieren. Und jetzt beginne ich mal meinen Monolog hier. Was ich mir nämlich als Buchtipp rausgesucht habe für Leute, die sich da speziell für interessieren. Joseph Campbell, der Heros in 1000 Gestalten. Joseph Campbell war ein Mythenforscher, der hat Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt. Und der hat sich interessiert als junger Mensch für die Sagen in der seiner nordamerikanischen Heimat. Also von den dortigen Ureinwohnern, ja, da hat er sich für interessiert. Und auch für C.G. Jung und diese ganzen Sachen, also diese Tiefenpsychologie. Und weil ihn das so fasziniert hat, hat er dann geguckt, was gibt es denn so in anderen Weltengegenden für Sagen. Also er ist dann bis nach, ich glaube, Papua-Neuguinea hat er da geforscht, und aber auch in Europa natürlich, Afrika, also hat überall so Sagen ausgebuddelt und hat dann festgestellt, das ist ja komisch, die folgen alle irgendwie einem vergleichbaren Schema. Dieses Schema kennt man heutzutage als die Heldenreise oder Reise des Helden auch manchmal. Und das sagt jetzt hier TJ Omar auch ganz wichtig im Chat. Also diese Heldenreise besagt im Prinzip, es gibt diesen Helden, der bekommt den Ruf ins Abenteuer. Es gibt so ein paar archetypische Figuren wie den Waffenschmied, der zum Beispiel ein Schwert machen kann, was wir ja schon hatten. Dann zögert der Held so ein bisschen, er begibt sich aber dann immer irgendwie ins Unbekannte, besteht diverse Prüfungen, bekommt ein Elixier, nennt der Campbell das. Das muss nicht unbedingt jetzt sowas zu trinken sein, aber irgendwas besonders Wertvolles, was nicht nur für ihn wertvoll ist, sondern auch für die Gemeinschaft, aus der er kommt. Dann kehrt er zurück und alle feiern ihn, weil er eben dieses Elixier mitbringt. Es sei denn, zwischendurch geht was schief. Das ist noch so eine Variante. Das ist extrem einflussreich geworden, weil jemand anders, nämlich der Herr Christopher Vogler, auch ein Amerikaner, hat daraus die Odyssee des Drehbuchschreibers gemacht. Der hat dieses Schema genommen und hat gesagt, da kann man ja super dann das auch auf Drehbücher anwenden. Und das war dermaßen einflussreich, dass einige Jahre lang in Hollywood tatsächlich Drehbücher abgelehnt oder optimiert wurden, daraufhin, wie gut sie auf dieses Schema passen. Also ein ganz berühmtes Beispiel ist der König der Löwen, dieser Zeichentrickfilm. Das ist im Prinzip die Heldenreise komplett. Jemand anders, der jetzt hier von diesem Ursprungswerk, der Heros in 1000 Gestalten, extrem beeinflusst worden ist, ist George Lucas. Und deswegen ist Star Wars ist auch die Heldenreise komplett. Also diese alte Star Wars-Trilogie. Ist auch ein völlig archetypischer Film natürlich. Und dann gibt es noch den James N. Frey, der hat das dann nochmal adaptiert, speziell für Romanautorinnen und Romanautoren. Aber letztlich, worauf ich hinaus will, ist, in diesen ganzen Sagen gibt es eben so bestimmte Archetypen, und Kollege Campbell hätte auf jeden Fall gesagt, Kollege Corvus hat sowas von recht, diese Sagenmotive sind ja genau die tiefenpsychologischen Archetypen, die auch der C.G. Jung da ausgegraben hat. Und jetzt ist die Frage, ob Jessica Bernett uns den C.G. Jung mal eben korrigiert oder ob sie sagt, da hat er mal was Richtiges gesagt. Ich denke, dass man das heute durchaus so sehen kann, aber früher nicht. Ich denke, dass nämlich damals, als zum Beispiel, nehmen wir mal Beowulf, Beowulf gegen einen Drachen kämpfte, das nicht jetzt unbedingt
Ja, es war zwar schon der Beweis dessen, dass er ein Superheld ist und auch noch im hohen Alter kämpfen, gegen Drachen kämpfen kann und diese töten kann, aber ich glaube eher, dass das, ich meine auch gelesen zu haben, dass das der Drache dann eventuell, übrigens war in Beowulf der Drache zum ersten Mal ein Feuerspeier, zum Beispiel etwas Teuflisches hat, dass da Gute gegen das, dass wir hier dann wieder diese typische Kampf Gut gegen Böse haben. Oder zum Beispiel auch der Kampf gegen Fremde sein könnte. Angelsachsen, also Briten gegen Angelsachsen, dass das quasi eine andere Bedrohung darstellt. Nicht unbedingt die innere, sondern eine äußere Bedrohung darstellt. Aber findest du, dass sich das widerspricht? Weil die Leute haben ja auch von diesen Sachen schon geträumt, bevor C.G. Jung ihnen gesagt hat, was sie bedeuten. Also das ist ja, dass diese Bilder aufgekommen sind, das war ja vorher schon. Das stimmt. Aber ich denke halt, wenn man heutzutage an Tiefenpsychologie denkt, dann denkt man mehr so, okay, der Drache ist jetzt eine Verkörperung meiner Ängste, was in mir drin vorgeht, vielleicht sogar von mir selber. Vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber ja. Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass das Monster, gegen das ich kämpfe, eigentlich ein Teil von mir selber ist, meine Ängste oder so. Aber wenn es gerade in der Völkerwanderung, woher doch die meisten sagen, kommen, eher das Fremdartige war oder das Nichtchristliche, diese Bedrohung von außen, dann glaube ich eher, dass die Motive damit übereinstimmen. Ich glaube, wir sollten den Pfad verlassen, auf der uns jetzt dahin führen würde, dass wir sagen, na gut, wir können auch dabei bleiben. Ich meine, wir können auch letztlich natürlich sagen, dass ja alles, was wir wahrnehmen, in uns drin ist. Also auch wenn etwas außen geschieht, läuft es ja durch einen Filter, bevor es so in unseren Kopf kommt. Das Also stimmt, auch ja. wenn wir etwas Fremdes wahrnehmen, ist das ja etwas, das ich finde etwas irritierend, dass Kommafalter zwar hier in meinem Chat schreibt, aber nicht in meinem Tool angezeigt wird. Es mag daran liegen, dass sie so extravagante Icons benutzt. Kommafalter, kannst du mal bitte was schreiben ohne Icon, sonst bin ich hier völlig deprimiert. Kommafalter hat geschrieben, dass Robert seine Thesen singen muss. Das habe ich natürlich übersehen, aber das Tool fängt keine Schmetterlinge, genau. Richtig, so sieht es nämlich aus. Okay, also Kommafalter hat nämlich gefragt, ob wir alle Drachen sind. Das wissen wir natürlich sowieso schon. Wir sind im Geheimen natürlich sowieso alle Drachen. Nein, aber also diese Welt, die wir wahrnehmen, läuft ja alles so durch einen Filter. Wir haben unsere Sinne, die sind aber unzuverlässig. Und wir müssen in unserem Kopf ja ein Abbild, ein Modell konstruieren von der Welt. Das heißt, alles ist irgendwo ein inneres Bild, wenn man so möchte. Die äußere Welt, die objektive Welt ist für uns nicht direkt zugänglich, ja, sondern das, was wir abbilden, ist für uns zugänglich. Da fällt mir das Höhlengleichnis ein, Ja, so ist es dass wir auch. eigentlich nur die Schatten sehen. Ja. Genau. Genau. Und von daher wäre dann eben auch klar, es gibt dann die Hunnen, die da einfallen während der Völkerwanderung. Aber wie die wahrgenommen werden, das liegt ja letztlich auch an den Leuten, die das dann erleben, ja? Und was die damit verbinden. Dann sagen wir Also einfach, wir was, haben alle recht. natürlich haben wir immer alle recht, das ist Wir klar, haben weil wir alle so einfach schlau sind. nicht. Das Lenita stimmt, Wolfhard. Lenita. Ja, da hast du vollkommen recht. Genau, die wirft nämlich ein, dass viele Sagen erst später niedergeschrieben wurden, oft nachdem mehrere Kulturen aufeinander getroffen sind und eine Kultur Sagen und Geschichten angepasst haben, um sie leichter verständlich zu machen, wodurch bestimmte Archetypen schneller wieder auftauchen. Ha! Ja, das ist natürlich auch richtig, aber das Interessante bei dieser Campbell-Forschung ist ja, der hat das ja Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht und da war das ja noch eine Welt, die nicht so eng zusammengerückt war. Und wenn er dann in Indonesien ähnliche Muster findet wie bei den amerikanischen Ureinwohnern, dann ist der Austausch ja sehr dünn.
Das ist natürlich anders, wenn wir jetzt hier meinetwegen Orient und Okzident nehmen. Die waren ständig in Kontakt mit Handelsbeziehungen und so weiter. Das ist klar, wenn das so angrenzende sind. Aber es ist ja offensichtlich so, dass wir so manche Motive, er nimmt da das Motiv des Ogers, den er bei C.G. Jung mit dem Vater identifiziert, vor allem für Jungs, dass er das halt überall gefunden hat, dass es irgendwie so eine Figur gibt, die bedrohlich ist und die dann droht, einen auch aufzufressen und die man letztlich besiegen muss, um frei zu sein. Ne? Und das ist, darin sieht er so das Erwachsenwerden eines, zunächst mal eines Jungen. Ne? Ja, ich denke, da mischt sich das auch alles. Also, dass diese psychologische Entwicklung und dass zum Beispiel der Drache oder der Oger jemand ja, darstellt, das trifft dann halt auf diese, auf den historischen Kontext. Den man auch Genau. nicht vernachlässigen kann. Ne? Also Genau. deswegen haben die Leute, das hast du ja auch schon erwähnt, deswegen haben die ja auch jeweils die Sage angepasst an ihre jeweilige Zeit. Das ist ja auch so zum Beispiel so diese Evergreens wie Alexander der Große, der ja eine historische Figur ist, aber um den sich ja auch so einiges rankt. Der wird ja immer eigentlich in der Rüstung der Zeit des Malers dargestellt. Also derjenige, der den gerade gemalt hat oder als Statue geklöppelt hat, der zieht ihm dann die Rüstung an, die für den gerade aktuell ist. Also die passen das ja immer an ihre Zeit dann entsprechend auch an. Genau. Das ist auch das Problem mit der Artus-Sage, dass jeder sieht die Ritter der Tafelrunde in glänzender Rüstung vor sich stehen, was historisch gesehen eigentlich Quatsch ist, wenn es im 5. und 6. Jahrhundert diese Art Rüstung ja noch gar nicht gab. Das Im liegt aber daran. Vorbeigehen beraubt uns Jessica unserer Illusionen. Zur Strafe kriegt sie die Ja. nächste These. So, Sagen zeigen uns nämlich, wer wir sein können. Ja, das passt ja direkt zu der vorherigen These, wenn man Ja, es wirklich deswegen habe nimmt. ich die auch so kongenial angeordnet hier. Ja, das stimmt. Das zeigt, wer man sein kann, wenn man, also nehmen wir mal die typische Heldenreise, der Held, der scheitert natürlich auch. Der schafft ja nicht alles. Der ist ja kein Superheld. Obwohl die Superhelden scheitern ja auch, aber okay. Wenn ich überlege, wie oft Parzival eigentlich Mist gebaut hat, bis er dann endlich mal der Gralskönig wurde. Ja, man kann scheitern, man kann an sich selber wachsen und an seinen Aufgaben. Von daher stimme ich dieser These auf jeden Fall zu. Ja. Also wenn wir vorher gesagt haben, das sind sehr menschliche Motive, dann ist ja auch irgendwie klar, dass das, was dann da geschildert wird, auch menschliche Erfahrungen sind und mögliche menschliche Entwicklungen sind, die uns entweder warnen vor unserer Hybris oder so etwas, ja, oder die uns eben auch zeigen, dass wir eben auch Erfolg haben können, wenn wir etwas wagen. So ist es. Um mal ein bisschen was Geerdeteres zu machen, in jeder Sage kommt natürlich auch ein Berg vor. Also, als ich über diese These nachgedacht habe, habe ich gedacht, wie kommt der Robert denn auf das? Und dann habe ich gedacht, haha, das war nicht so uneigennütz von dem Herrn Clemens, ne? Also Berg der Macht und so, ne? Ja. Es kommen schon relativ viele Berge vor, das stimmt. Aber kommt die in jeder Sage vor? Also vor allen Dingen kommt sie in jeder Sage vor, in der auch ein Drache vorkommt, klar. ja. Mir ist aber keine Sage eingefallen, wo kein Berg drin vorkommt. Deswegen. Eben, 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 eben. So Ich sieht's kenne nämlich auch aus. nicht alle. Also wir reden ja jetzt auch hauptsächlich über Heldensagen. Und wenn man jetzt so örtliche Sagen, Volkssagen wie der Rattenfänger von Hameln nimmt, der ja dann eher schon fast wieder ins Märchenhafte übergleitet, aber eigentlich doch eine Sage ist, da kommt, glaube ich, kein Berg vor. Aber das kenne TJ ich. Omar hat mich ertappt. Er hat nämlich gesagt, er muss an den Film Django Unchained denken. Und daher habe ich das nämlich auch. Da sagt nämlich die Ah. Hauptfigur, während er eine Sage erzählt, dass in jeder Sage, also eigentlich sagt er, in jeder deutschen Sage kommt ein Berg vor, weil die Deutschen eben so geil auf Berge sind. Haben ja auch Berge, also von daher Nachdem ich können jetzt ertappt wir den wurde, auch muss ich natürlich anbieten. auch direkt hier weitergehen. Die Sagen definieren natürlich einen Kulturkreis. Ja, das stimmt, aber es gibt
erstaunlich viele Überschneidungen. Also wenn wir jetzt mal die Siegfriedsage nehmen, die hat sich ja unglaublich verbreitet. Also die gibt es ja nicht nur in Deutschland, die gibt es in der Edda. In England wurde auch davon berichtet. Und ich habe jetzt auch herausgefunden oder zufällig nebenbei gelesen, dass es sogar, sind es die Ungarn, also in einem unserer östlicher gelegenen Mitgliedstaaten der EU, dass es dort tatsächlich auch eine eigene Version davon gibt, wo es natürlich dann Attila dann, oder Kriemhild im Mittelpunkt steht. Also es kommt, aber es gibt jetzt keine definitive Grenze, wo man sagen kann, hier hört der Kulturkreis auf und da fängt der andere an. Meistens ist es so. Denn dann gibt es doch wieder so Vermischungen und dann entwickelt sich das weiter und eine hat die andere. Es gibt diesen Begriff Intertextualität. Okay, also in der Intertextualität heißt es ja, dass quasi die Texte sich alle aufeinander irgendwie beziehen. Und ich glaube, dass die Sagen, die sich jetzt in Europa verbreitet haben, alle miteinander irgendwie verwandelt sind. Wie weit das geht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze ist. Ob die nicht vielleicht auch in China angekommen ist, wahrscheinlich eher nicht. Also Also sie definieren einen Kulturkreis, aber man kann nicht sagen, wo genau ist jetzt das Ende. ein Kulturkreis steht ja auch nicht für sich isoliert. Ne? Das ist ja Ja, der da gibt es ja kulturelle immer noch einen Austausch, Reiz. den gibt es ja glücklicherweise irgendwo. Ne? Ja. Aber vielleicht kann man schon, ich glaube, das ist heute auch einfach dadurch, dass die Welt so eng zusammengerückt ist, ist das gar nicht mehr so. Aber ich glaube, dass man vor ein paar Jahrzehnten noch sagen konnte, jemand, der jetzt mit Sindbad und so weiter aufwächst, Ja. der kommt eben bestimmt aus einer bestimmten Region wahrscheinlich. Und jemand, der eben mit den, was weiß ich, den Voodoo-Mythen aus Benin aufwächst, der kommt eben wahrscheinlich auch aus Westafrika. Es sei denn, er kommt jetzt aus einer Familie, die sich speziell dafür interessiert oder sowas. Aber, und wir kennen halt eigentlich alle Hänsel und Gretel zum Beispiel. Wir kennen auch alle in der Schule das Nibelungenlied, um jetzt mehr mal weg von den Märchen und zu den Sagen zu gehen. Wobei sich natürlich jetzt direkt die Frage stellt, warum du denn die Artus-Saga genommen hast und nicht das Nibelungenlied. Weil mich Siegfried genervt hat. Aha. Also ich habe auch die Idee gehabt oder habe sie immer noch, mal mich darum zu kümmern, aber Was ist also nichts da? gegen mich. Mein Papa heißt Siegfried, deswegen begleitet mich die Siegfried-Sage eigentlich schon länger als die Artus-Sage, aber ach, nee. Also ich kann da sehr empfehlen von Kollege Wolfgang Hohlbein, Hagen von Tronje. Wirklich ein sehr, sehr gutes Buch von Wolfgang Hohlbein. Er hat viele gute Bücher geschrieben, aber das hat mir besonders gut gefallen. Ist in sich abgeschlossen. Also er schreibt ja auch gerne lange Reihen, aber Hagen von Tronje ist tatsächlich so ein Einzelband. Und das ist mir tatsächlich auch noch einiges aus diesem Buch im Gedächtnis. Auch nach vielen Jahren noch. Und das Interessante ist halt, dass er logischerweise, wie der Titel vermuten lässt, das Nibelungenlied praktisch aus der Sicht von Hagen erzählt. Und wenn man das nur oberflächlich kennt, dann ist Hagen eben der böse Typ mit dem Flügelhelm und dem Titschauge. Das erinnert manche meiner Leser vielleicht an eine andere Figur, aber ich weiß nicht, ob Bernhard sich damals für Beyond den Blender davon hat inspirieren lassen. Jedenfalls Hagen von Tronje ist eigentlich gar nicht unbedingt so der Böse, jedenfalls nicht nach der Logik der Zeit, in der das entstanden ist. Er ist ja der Schildritter der Königin, also er muss die Ehre von Brunhild schützen. Das ist sein Hauptjob, das ist eigentlich sogar seine Existenzberechtigung. Und das motiviert alles, was er so tut. Also er kommt eigentlich aus einem sehr edlen Motiv. Und dieses Motiv zwingt ihn eigentlich in Opposition zu Siegfried. Und das wird da auch sehr gut rausgearbeitet. Und auch so ein paar Hintergründe aus dieser Völkerwanderungszeit halt. Also ganz grob Völkerwanderungszeit. Also das ist schon wirklich, also Respekt, das hat der Wolfgang Kohlbein wirklich gut gemacht, finde ich. Ja, es macht ihn auch sehr sympathisch, dass er Hagen in den Mittelpunkt stellt und nicht Siegfried. Merke schon, mit Siegfried kann man hier nicht kommen. Okay, dann gehen wir wieder zurück zu unseren Thesen.
Eine These ist übrigens, dass die Bremer Stadtmusikanten, weil sie sich so schön übereinander stellen können, auch ein Werk sind. Die kommt jetzt hier aus unserem Chat. Ich weiß nicht, ob wir da so mitgehen können. Wir kümmern uns jetzt mal lieber um Barden. Die waren nämlich sowas wie das Netflix des Mittelalters. Ja, und jeder gute Königshof, jeder, der was auf sich hielt, hatte einen guten Barden, der im Idealfall dann eine Sage möglichst geschickt auch noch mit der eigenen Geschichte verwandelt hat. Ja. Waren denn die Barden, ich habe jetzt, vielleicht habe ich die falsche Vorstellung, ich dachte, die Barden wären gar nicht so an einem Königshof, sondern wären so Dippelbrüder, die immer durchs Land ziehen. Ist das so, dass man die mehr so an einem Königshof festgehalten hat? Ich denke, das war unterschiedlich. Also Barde an sich waren ja eher die keltischen Sänger oder Vortragenden, die dann auch an einem Hof zumindest mal eine Zeit lang immer gewohnt haben. Und dann, oder wie es galten. Also für mich ist Barde so der Oberbegriff für diejenigen, die die Geschichten erzählen. Und das geht ja bis dahin später zu zum Beispiel Chrétien de Troyes, der dann an einem ganz bestimmten Hof, nämlich von der Marie de Champagne, gelebt hat als Dichter und in deren Auftrag sich dann auch nochmal um die Artussage gekümmert hat. Ja, also ich denke schon, dass Geschichten als also Barden, Skalden, diejenigen, die halt die alten Sagen vorgetragen haben, schon sowas waren wie das Netflix des Mittelalters, wobei man aber vielleicht auch schauen muss, inwieweit erreichten die denn den normalen Mann, also jetzt ein Dorf oder ein Bauernhof, eher nicht. Also wenn du jetzt sagst, der tingelt von Ort zu Ort, dann hast du vielleicht so jemanden wie Rittersporn im Kopf, der dann auch in einer Schenke dann sein Liedgut preisgibt oder sowas. Das ist dann vielleicht mehr so ein Spielmann, würde ich sagen. Der hat aber natürlich auch dazu beigetragen, dass die Geschichten sich verbreiten. Und besonders verbreitet haben sich natürlich die Besten, weil man ja nur die Besten, mit denen kam man gut an und dann wurden die immer weiter erzählt und weiter gesungen und so weiter und die hat man sich abgeguckt. Und Das wissen wir ja die gar so nicht. mittelguten Sagen, die haben wir gar nicht mehr überliefert gekriegt. Das wissen wir ja gar nicht, ob das dann jetzt die Besten waren, weil die anderen haben ja, vielleicht würde man aus heutiger Sicht eine andere Sage besser bezeichnen als beste. Es war auf jeden Fall die populärste. Die populärsten Sagen, die Die am besten Gefragtesten. ankamen, genau, die gefragtesten, die meisten Leute angesprochen haben. So nach dem Motto, jetzt erzähl doch noch mal da, wie hat denn da der Siegfried den Schatz gefunden und wie ist der Schatz verschwunden? Gabriele Adam sagt zu Recht, Bestseller sind immer beliebt. Das macht sie auch zu Bestsellern. Herzlich Aber sind das die willkommen. besten Bücher? Herzlich So willkommen. Bestseller sind Das herzlich willkommen Starsmutje, der hat seinen ersten Beitrag hier Okay. geschrieben. Ich will wünschen auch einen schönen guten Abend. Ja, ob die Bestseller die besten Bücher sind, ist tatsächlich die Frage. Also heute ist der meistgelesene Autor deutscher Sprache, habe ich mal erfahren, Franz Kafka. Der wird also rauf und runter gelesen von deutschen Studenten rund um den Globus, war aber zu Lebzeiten nicht unbedingt so top erfolgreich. Also von daher, manche sind auch einfach ihrer Zeit voraus. Das stimmt. Gut. Erzähl uns noch mal was zum Thema, ob denn differenzierte Figuren in Sagen selten sind. Ich glaube, die sind sogar ziemlich differenziert. Also du hattest es ja schon angesprochen mit der Heldenreise. Ich denke schon, dass da erstaunlich, klar werden Archetypen bedient, vor allen Dingen bei einem Thema, das später kommt, Frauen. Aber der eigentliche Held oder ja, die sind doch ziemlich erstaunlich komplex aufgebaut, finde ich. Also bei dem Helden würde ich dir recht geben, aber ansonsten, es gibt ja eben so den Schmied, der das Schwert machen muss und ansonsten keine Funktion hat, oder der Drache, der sich erschlagen. Also Bitte was? Nochmal? Regin, das ist der Schmied, bei dem Siegfried in die Lehre gegangen ist. Das war ja eigentlich der Sohn von, wie hieß er denn? Ja, das wissen wir nämlich schon nicht mehr, weil diese undifferenzierte Darstellung.
Nein, das liegt nur an meinem sehr schlechten Gedächtnis, dass ich es nicht mehr weiß. Aber Regin und Fafnir waren Brüder. Und er hat nicht nur dem Siegfried das Schwert gegeben, sondern er hat ihm das Schwert gegeben, damit er bitteschön den Bruder tötet, den Drachen, damit der Regin an das Gold kommt. Also da steckt auch mehr dahinter. Also. Ja gut, ich meine, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man so eine Sage immer weiter erzählt, dass dann eben jeder Barde noch mal einen besonderen Pfiff da reinbringen will und deswegen da vielleicht noch mal etwas reinbringt. Aber es stimmt schon, was Sensenbach, glaube ich, schreibt. Also, dass, wenn es wirklich echte Archetypen sind, dann sind sie nicht unbedingt differenziert. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch, ne? Also, dann erfüllen sie ja genau ihre archetypische Rolle. Naja. Du wolltest uns aber was über die Frauen erzählen. Ja, Die haben und die nämlich in anderen Sagen nichts zu sagen. Aber also zum Beispiel Kriemhild und Brünnhild, die hätten vielleicht ab und zu mal die Klappe halten sollen, wenn ich das mal sagen darf. Aber wenn wir jetzt die Artus-Sage nehmen, da kommen wir wieder mit den Archetypen. Da sind Frauen nicht differenziert dargestellt. Also manche von denen haben wichtige Rollen, haben aber nicht mal einen Namen. Die haben nicht Da mal einen eigenen Namen. gibt's doch diese Lady im vom See, oder? Zum Beispiel. Die hat aber viele verschiedene Namen. Also die Herrin vom See wird manchmal mit Vivian gleichgesetzt und manchmal mit Nimue. Also die hat schon einen Namen. Aber Hat die zum denn auch was Beispiel, zu sagen in der Sage? das kommt drauf an. Also eigentlich ist sie in erster Linie da gewesen, um das Schwert zu präsentieren und es dann später wieder entgegenzunehmen. Aber wenn man sie mit Nimue gleichsetzt, dann ist sie auch dafür verantwortlich, dass Merlin dahingeschieden ist. Aber ansonsten, ja, es ist halt schwierig. Also wenn wir Guinevere nehmen, die ist für mich das typische Opferschema, beziehungsweise sie ist ja, verliebt bis zum Blindsein und kann auch nicht mehr klar denken. Und dann haben wir Also Morgana oder eigentlich ist Morgaine. das so eine Figur, die eher zu einem Mann passen würde, willst du uns jetzt sagen? Nein, gar nicht. Nein, wir haben dann noch Morgana oder Morgaine, die als böse dargestellt wird, obwohl sie etwas weiser, etwas wissender ist als alle anderen Figuren. Das wird dann gleich mit dunkler Magie gleichgesetzt. Und zum Beispiel, oder dann Elaine von Korbenic, die, sobald sie ihren Zweck erfüllt hat, nämlich den größten Helden aller Zeiten zu gebären, dann einfach von der Bildfläche verschwindet. Also, und dann meine Lieblingsfigur, die Gemahlin des Herrn Bertilak. Bertilak ist der grüne Ritter sozusagen in dem Gedicht von Sir Gawain and the Green Knight. Und sie hat ja eine sehr wichtige Rolle, also eigentlich mit die wichtigste, und sie hat keinen Namen. Da hat sich der mittelalterliche Poet gedacht, ja, ist doch nicht so wichtig, wie die heißt. Hauptsache, die ist da. Okay, also im Prinzip stimmt das. Die Frauen kommen sehr kurz nur zum Zuge Ja. da, ja? Obwohl sie, wie Lenita Wulfa richtig sagt, oft im Hintergrund die Fäden ziehen. Also man denke nur an Macbeth, diese drei Hexen da, die sind ja die, die da eigentlich die ganze Show starten. Aber Das stimmt. trotzdem in dem Drama an sich relativ wenig auftreten und agieren dann, ne? Sie dienen quasi dem Helden dazu, dass er noch differenzierter wird und sich noch besser entwickeln kann. Oder ja, ob das jetzt eine Drache ist, den man da erschlagen muss, oder die Jungfrau, die man retten muss, das ist ja egal. Hauptsache, der Held hat was zu tun. So ungefähr. Ja. Okay. Also damit der Held nicht so ganz alleine durch die Welt stolpert, kommt man noch so mit so ein paar Frauen um die Ecke. Artus Rules, das haben wir inzwischen begriffen. Das würden wir noch mal direkt belegen mit, was ist das denn? Das ist die Spin-off-Geschichte zur Elaine-Reihe. Gawain ist in meiner Da Version, der hattest auch du grüne genug Ritter von ist. der weiblichen Hauptfigur und hast gesagt, weg damit! Ich will jetzt mal über den Mann schreiben. Ja, ich kann dir auch sagen, wer dran schuld ist. Du bist dran schuld. Das Ich? wusstest du gar nicht, ja. Nein, das wusste ich nicht. Nein, also es ist so, ich habe immer mal wieder aus der männlichen Gesicht auch, also bei die männliche Sicht kommt bei mir jetzt auch nicht zu kurz. Ja, auch wenn ich sage, die Frauen müssen mal ein bisschen mehr zur Geltung kommen, dann gilt es aber auch für die Männer, die dann auch
anders sich mal darstellen dürfen, mal nicht nur der Held sind. Und ich kam dazu, als ich Schattenherz geschrieben habe, dass ich doch gerne mal einen ganzen Roman aus männlicher Sicht schreiben würde. Ah, da hast du es. Ja, Genau. genau. So ist das. Das müssen wir vielleicht mal erklären. Ich hatte mal einen Kurzgeschichtenwettbewerb gemacht, ausgeschrieben. Da konnte man also Kurzgeschichten einreichen, die in der Welt meiner Schattenherren Trilogie spielen. Und die Jessica hat damals gewonnen. Also das war mit Hauptrunde und also Vorrunde und Hauptrunde und so weiter. Und da habe ich die Leute zwischen den beiden Runden richtig getriezt, indem ich Verbesserungsvorschläge eingebracht habe. Und die Jessica hat da, also war schon in der Vorrunde die beste Geschichte, nach meiner Meinung. Ja. Und dann in der Hauptrunde immer noch. Also das war ein Start-Ziel-Sieg, kann man da sagen. Ja. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also, das war für mich eine Herausforderung, weil ich noch nicht in der Dark Fantasy so bewandert war. Und deswegen habe ich auch mitgemacht, weil ich dachte, okay, schaffe ich das, so also ein bisschen düsterer zu schreiben? Und habe natürlich dann erstmal deine Bücher gelesen, damit ich auch weiß, worum es geht. Ja, das hat echt viel Spaß gemacht. Und dadurch auch Sensenbach sehr hat auch Schattenherz gelesen und fand es sehr schön, einfach. Ach, wie schreibt schön. er. Kann man das noch bekommen? Gibt es das E-Book noch oder? Ich glaube ja. Also, ich hatte das mal über Amazon veröffentlicht. Ich glaube aber, da ist es nicht mehr, weil Amazon ändert manchmal komische Sachen. Aber es müsste noch bei Bookrix, über Bookrix müsste es in anderen E-Book-Händlern noch erhältlich sein. Und auf deiner Homepage. Du hast es doch auf deiner Homepage veröffentlicht, soweit ich mich erinnere. Das ist wahr. Das gucke ich direkt nochmal nach, ob es da noch steht. Aber also jetzt, wo du es sagst. Na klar, da kann man es sogar als PDF runterladen. Das haue ich natürlich sofort in den Chat. Schwupp. So, also da kann man das als auf dem Bildschirm lesen oder als PDF runterladen, aber ich meine tatsächlich, ich hätte es, ich glaube, ich habe dieses Titelbild von Thalia gezogen, dass man das da im Online-Shop bekommt, meine ich. So, Genau. Und kurz aber darauf das habe ich soll uns jetzt hier nur am Rande interessieren. Wir waren ja eigentlich bei Gawain. Also Gawain, Genau. offenbar gibt es eine Verbindung zwischen, nicht nur zwischen Gawain und Elaine, sondern auch zwischen Gawain und Schattenherz. Wie kommt das? Dass ich richtig Lust hatte, ein Buch aus Männersicht zu schreiben und mir der männliche Humor gefallen hat, den ich angewandt habe im Schattenherz und dachte, okay, das passt eigentlich zu Gawain, weil Gawain kommt im zweiten Band von Elaine auch schon recht lustig rüber. Ja, und Gawain ist mir auch im zweiten Band so ans Herz gewachsen, dass ich unbedingt seine Geschichte eigentlich aufschreiben musste. Und ich habe dafür verwendet, für die ersten drei Kapitel, Gawain and the Green Knight. Die habe ich ein bisschen umgeschrieben. Ein bisschen mehr. Zum Beispiel hat die Frau Bertilak jetzt auch einen Namen. Und benutze diese Geschichte, um den Leser Gawain, meine Version von Gawain vorzustellen. Also eigentlich erfüllt die Frau Bertilak bei mir auch eine Rolle für den Helden. Ich muss es gestehen. Aber es passiert auf eine amüsante Weise. Und danach reist Gawain weiter in seine Heimat, Lothian, hat ein nicht so schönes Gespräch mit seinem Vater, König Lot, und kehrt dann wieder zurück nach Camelot. Und zwischendurch kommt er irgendwann nochmal in einen magischen Wald und trifft eine alte Dame, deren Namen ich jetzt nicht sage, weil wenn man den Namen googelt, dann weiß man eigentlich schon, was passiert im Buch. Deswegen, ja. Jetzt Also die es ist so eine. entscheidende Frage, kommt da ein Berg drin vor? Moment. Also, Din Edin steht auf einem Felsen. Gilt das? Also, Din Das Edin gilt, ist das Edinburgh. zählt, das Das zählt gilt. total. Das gilt. Okay. So, jetzt verfolgen wir mal die Linie deines Schaffens weiter. Du hattest Schattenherz geschrieben und schreibst jetzt allerdings unter Pseudonym Shadow Hearts. Oh ja, lustig, ne? Genau. Und auf den Titel kam ich nicht selber. Das war der Verlag.
Die haben deine Kurzgeschichte gelesen und haben dann gesagt, da müssen wir jetzt den Genau. Titel in Englisch, müssen wir den jetzt an diesen Erfolg anknüpfen. Genau, so in der Art wird es gewesen sein. Ja, bei Shadowhearts geht es um Vampirjäger. Also ich habe mal irgendwie vor 2, 3 Jahren gesagt, ich kann nichts über Vampire schreiben, weil über Vampire ist schon alles geschrieben worden. Das stimmt auch, ich habe Vampire nicht neu erfunden. Also sie glitzern nicht, das ist schon mal gut. Bei mir glitzern sie nicht. Sie sind eher doch ein bisschen düster und blutrünstiger. Aber es geht eher um die Vampirjäger und vor allen Dingen um Toni, Antonia, genannt Toni, die besondere Fähigkeiten hat. Sie kann nämlich die Anwesenheit von Vampiren erspüren. Das entdeckt sie in Folge 1, als sie ihrem ersten Vampir begegnet. Ein großer blonder Hüne von Vampir, der schon in Wikingerzeiten verwandelt wurde, namens Finn Matheson. Ja, und es ist so, jede Folge ist eigentlich so ein Mordfall oder ein Vampir, der europäischen Stadt und Toni ist auch nicht alleine. Sie hat einen amerikanischen Vampirjäger an ihrer Seite, Brand. Und ja, die beiden, die Bilder passen übrigens gar nicht. Also die Cover sind furchtbar. Ich hoffe, niemand Das verpasst eine Review, aber die schreibt sind gerade auch furchtbar. Bücher Schatztruhe, schreibt es, aber man kann ja Ja. schon unterschiedliche Städte erkennen auf den Covern. Also das ist ja vielleicht ganz passend, oder? Ja, das passt schon, aber diese Herrschaften auf den Covern haben nichts mit denen zu tun, die in den Büchern vorkommen. Das kann ich versprechen. Ja, Also ich und ich würde wurde auch, halt an die. wenn ihr die Cover nochmal überarbeiten wollt, ihr dürft dann auch ein Foto von mir verwenden, um da einen coolen Gerne. Typen drauf zu haben. Ne, das ist dann schon okay. Okay. Also die Cover kommen hier in meinem Chat nicht besonders gut an, muss ich leider sagen. Nackenbeißer-Cover, ja, Nackenbeißer, genau das ist es ja. Ja, es ist auch schon Aber ganz TJ anders Omar als. sagt, was ihm gut gefällt, ist, dass die Vampire nicht glitzern und obendrein noch blutrünstig sind. Das gefällt ihm gut, ne? Sehr gut, ja. Die sind auch ziemlich mies, also muss man schon sagen. Toni hat alle Hände voll zu tun, vor allen Dingen ihre Kräfte entwickeln sich in jeder Folge fort. Zumindest immer dann, wenn sie einen sehr alten, mächtigen Vampir trifft. Und dann kann sie später auch deren Erinnerungen sehen und das ist nicht immer schön. Also es ist nichts für schwache Nerven und ich muss gestehen, es sind auch so körperliche Aktionen romantischer Art vorhanden. Das heißt, wer mit sowas nichts anfangen kann, für den sind die Bücher auch nichts. Ja. Kommafalter ist also, merkt schon mal an, dass sie positiv findet, dass die noch irgendwas anhaben. Ich möchte betonen, falls ich wirklich in der nächsten Cover-Staffel auf die Cover komme, werde ich auch was anhaben. Also nicht, dass ihr hier falsche Erwartungen habt. Ja? So sieht es nämlich aus. So, also letztlich, wir sprechen hier, wie steht ja schon drauf, Vampire Paranormal Romance, das sagt ja Ja, eigentlich so ziemlich alles. Ja? weil Vampire Romance hätte ja nicht gereicht, man musste auch noch Paranormal dazu schreiben. Ja, Ja. das sind ja auch keine realen Vampire, das sind ja mehr Ja, so ja. sagenhafte Vampire. Ich höre gerade, ich muss ohne Cover auf das Shirt. Wir müssen noch mal reden, Jessica, das machen wir im Nachgang, wie wir das jetzt hier genau umsetzen können. Ich flüchte mich in meine nächste steile These. Das ist nämlich, dass die Stimmung wichtiger ist als der Realismus. Du sprachst eingangs schon von den glitzernden, glänzenden Rüstungen der Ritter, die ja nicht historisch korrekt sind für die, also für die Entstehungszeit, aber vielleicht zur Stimmung beitragen, für zumindest für die heutigen Leser. Wie hast du Auf dich jeden da Fall. entschieden? Haben die bei dir glitzernde Rüstungen oder glänzende Rüstungen oder nicht? Ich wollte eine andere Stimmung erzeugen. Also die haben keine glitzernden Rüstungen an. Ich vermeide auch das Wort Burg, denn ich wollte dieses ja, hochmittelalterliche, in dem halt die Artus-Sage total abgefeiert wurde und immer wieder neu geschrieben wurde und der eigenen Zeit angepasst wurde, das wollte ich wieder rausfiltern. Also ich habe es natürlich nicht ganz geschafft. Also meine Bücher sind nicht historisch korrekte Bücher, aber ich habe halt versucht, das wieder auf das Romano-Britische zurückzuholen mit walisischem Einschlag. Bei mir wird zum Beispiel auch nicht in der, wie heißt die? Okay, Robert, du musst mir mal kurz helfen. Wenn man eine höherstehende Person als ihr anspricht, also in der, Pluralis majestatis. ja, genau das. Das habe ich nicht verwendet. Bei mir duzen sich alle, benutzen aber, um eine höher gestellte Person
anzusprechen, dann halt einen Titel. Zum Beispiel du, mein König, du, meine Dame oder ja, sowas halt. Genau. Einfach um diesen hochmittelalterlichen Look wieder rauszuwaschen, habe ich das einfach weggelassen. Und bei mir gibt es keine Burgen, sondern Festungen. Und da muss man sich so keltische Siedlungen auf Bergen, auf Hügeln vorstellen, die halt mit Holzpalisaden umgeben wurden. Oder Festungen, die die Römer gebaut haben, mit Steinen umgeben. So in der Art, genau. Im Deswegen Chat ist man stimme sich gerade nicht einig, ob jetzt Diamanten oder Dämonen die besten Freunde der Mädels sind. Dämonen. Dämonen. Gut, nachdem wir das jetzt geklärt haben, Rationalität allein reicht sowieso nicht. Wir sind ja keine Roboter. Stimmt. Also es muss Emotion in der Geschichte drin sein. Das stimmt. Man muss auch mit, also der Leser, wir sind ja auch Leser, muss auch mit der Figur mitleiden können. Wenn er jetzt da einfach stumpf durch die Gegend reitet und seine Abenteuer erlebt, dann leidet ja auch keiner mit. Der muss auch mal brechen, der muss auch mal scheitern und oder lieben. Ja, Emotionen sind ganz wichtig und da kann man auch die Geschichte auch mal, auch wenn es mir nicht gefällt mit Guinevere und Lancelot, das ja, das war damals, diese höfische Liebe war ganz wichtig damals. Der Minnesang und so weiter und so fort. Also wenn man wirklich die Emotionalität komplett rausstreicht, dann hat man ja sowieso ein Sachbuch, ne? Dann hat man ja in Ja. dem Sinne keinen Roman mehr. Ja, das stimmt. Und selbst Geralt von Riva, dem man ja sagt, er hätte keine Gefühle, finde ich, handelt schon recht emotional. Gut. Erzähl uns noch mal zu was zur These. Wir erinnern uns besser an Geschichten als an Lehrsätze. Also da dieser These stimme ich auch zu, denn wenn wir mal wieder zurückkommen auf die Märchen, Kind, rede nicht mit Fremden, komm nicht vom Weg ab. Das lässt sich doch viel besser vermitteln, wenn man die Geschichte vom Rotkäppchen erzählt, als dass man es einfach nur sagt. Also mir geht das auch so. Ich kann mich an fast keine, das liegt aber auch daran, dass ich in der Oberstufe echt schlecht war in Mathe, an keine Formeln von der Mathematik mehr erinnern, aber doch an viele Sachen, die uns Lehrer erzählt haben, die vielleicht nicht mal was mit dem Stoff an sich zu tun haben. Also man erinnert sich einfach an Geschichten, vielleicht aber auch, weil man in Geschichten, da kommen wir wieder zur vorherigen These, emotional berührt wird. Und bei Lehrsätzen ist es wieder die Ratio, die nur angesprochen wird. Das ist, glaube ich, tatsächlich genau der Grund. Also sobald irgendetwas mit Emotionen verbunden ist, ist das im Gehirn präsenter abgespeichert. Ja? Das kommt übrigens gar nicht von mir, sondern von Christine Catherine Rush, die Autorin, die hat das auch mal gesagt. Das ist sogar ihre, also sie geht sogar noch weiter und meint, das ist der einzige Grund, aus dem es überhaupt Geschichten gibt, weil wir uns daran eben gut erinnern können, im Gegensatz zu einfach Lehrsätze runterbeten. Ist das denn so, jetzt kommen wir mal hier auf dünnes Eis, dass die Verschwörungstheorien die Sagen von heute sind? Nein, ich glaube nicht, dass das die Sagen von heute sind, weil ich möchte Verschwörungstheorie und Sage gar nicht so in Verbindung bringen. Also Verschwörungstheorien sind Theorien erzählt von irgendwelchen wirren Menschen. Aber Aber das hat ja nichts sie. mit einer Heldenreise zu tun, oder? Wo ist denn der Held in der Verschwörungstheorie? Naja, der Held ist derjenige, der aufbegehrt gegen die böse anonyme Macht, die versucht, uns alle zu versklaven. Also Der fühlt sich selber. und die haben ja auch zum Teil ihre Heldenfiguren. Ich will die jetzt gar nicht aufzählen, weil das dann immer zu konkret wird und dann ist einer dafür und einer ist dagegen. Aber letztlich kann man ja schon sagen, finde ich zumindestens, oder könnte man zumindestens mal in den Raum stellen, wenn du an bestimmte Verschwörungstheorien glaubst, dann gehörst du zu einer bestimmten Subkultur. Ja? Also nicht räumlich, aber zu einer bestimmten Subkultur. Wahrscheinlich guckst du dann auch dieselben Filme, zumindest mal auf YouTube, redest mit denselben Leuten, bist in denselben Facebook-Gruppen wie andere Leute, die auch an diese spezielle Version der Realität oder der Wahrnehmung der Realität glauben.
Aber das hat ja nichts mit. Nee. Und du erzählst das weiter und es wird größer und es verändert sich und es wird Ja, das. angepasst an neue Sachen, die man in den Nachrichten sieht oder nicht sieht oder wahrnimmt oder wie auch immer. Nee. Ja, also ja, ich verstehe deine Argumentation. Das ist so, hat auch ein bisschen, ja. Nee. Also dann würde ja in 500 Jahren immer noch jemand davon sprechen, wie das damals war, so gerichtet hat. Aber dann wäre ja auch damals im Jahr 2000, als es hieß, die Welt geht unter und sämtliche Computersysteme stürzen ab, da lächelt man heutzutage drüber. Das ist trotzdem keine. Darüber lächelt man, aber die gefakte Mondlandung, da treffe ich alle Jubeljahre immer noch einen, der meint, wir waren nicht auf dem Mond. Ah. Ja. Nee, aber es ist eine andere Art von Erzählstruktur, würde ich sagen. Es ist eine ähnliche Erzählstruktur, aber es hat nicht die Wirkung von Sagen. Weil Sagen waren da, um die Menschen zu begeistern und Verschwörungstheorien sind so negativ. Also nee. Das stimmt natürlich. Also ich gebe dir auch recht, die Heldengestalt fehlt meistens. Da ist zwar jemand, der emporgehoben wird, aber der ist kein Held. Der ist kein typischer Held, der eine Entwicklung macht und von sich gibt und nee. Wir lassen das hinter uns, Gott sei gehen Dank. aber noch mal ganz weit zurück bei der Jessica und schauen uns ihren Erstling an. Und es gibt einen Berg. Ja, da steht ein Ja. Haus drauf. Ja, da steht sogar eine Burg drauf. Ja, aber ganz zu Beginn in der Geschichte, also ich erläutere erstmal, um was es geht. Alantor war mein Debütroman. Und zwar habe ich ja schon immer geschrieben, die meisten Autoren auch. Kurzgeschichten, immer mal was angefangen. Und irgendwann dachte ich, Mensch, ich muss doch jetzt mal schaffen, eine Geschichte fertig zu schreiben. Und als ich in der Elternzeit war, beziehungsweise im Mutterschutz mit meinem Sohn, also meinem zweiten Kind, habe ich gesagt, so, jetzt schreibe ich einen Roman. Und ich war so naiv zu glauben, wenn ich einen Fantasy-Roman schreibe, weil ich ja auch Fantasy über alles liebe, ist es einfacher, als wenn ich einen historischen Roman schreibe. Dass man eine ganze Welt erfinden muss mit Religionen und sozialen Strukturen, das hatte ich dann doch ein bisschen unterschätzt. Auf jeden Fall gibt es in Alantor ein matriarchalisches Königreich und das heißt Alantor. Und das südliche Nachbarland Kantu ist patriarchalisch angelegt. Das heißt, Konflikte sind vorher, ja, sind halt da. Und in Alantua geht es um drei Königstöchter, die Halbschwestern sind. Die älteste ist eine Amazone, die zweite ist eine Wandlerin, die kann sich in eine Bärin verwandeln, und die dritte ist eine Magierin. Und da die Königin von Alantua im Sterben liegt, hat sie für jede ihrer Töchter eine bestimmte Aufgabe ausgesucht. Es gibt drei Aufgaben und eigentlich können die Töchter aussuchen, welche Aufgaben sie erledigen wollen, aber sie machen es dann doch alles ganz anders. Denn in Kantu gibt es einen Königssohn, der ebenfalls nach der Macht strebt und der steigt im Prolog auf einen Berg. Nämlich den Dämonenberg. Ja, genau. Der steigt auf den Dämonenberg und der heißt nicht umsonst Dämonenberg, denn er schließt einen Pakt mit dem Dämon, dem Feuerdämon, um sich unendliche Macht zu sichern und die Macht nicht nur über Kantu, sondern auch über Alantor an sich zu reißen. So, das ist quasi die Geschichte. Jetzt müssen wir noch eine wichtige Frage aus dem Chat klären. Zwei sehe ich gerade, aber die wichtigere ist möglicherweise, haben die einen vernünftigen Garten da in ihrem Schloss? Die? Ja, da gibt es einen Gemüsegarten und Kräutergarten. Also, ja, gibt es Das doch. sieht man jetzt nur auf dem Bild nicht so deutlich, aber die haben natürlich Ja, einen schönen Garten. das ist auch mehr für die Stimmung. Also, es ist nicht so realitätsnah abgebildet. Jetzt Frage vom Bücherschatztruhe, ob du noch ein Exemplar davon hast, das man signiert erwerben könnte. Leider nicht. Momentan ist das nur als E-Book erhältlich, weil ich muss dazu sagen, das ist ein Self-Publishing-Projekt, weil damals, als ich das geschrieben habe, war das Self-Publishing richtig am Start. Also es hatte gerade richtig Fahrt aufgenommen und ich wollte da mitmachen. Ich wollte unbedingt auch
Ich habe es gar nicht, habe ich es an Verlage geschickt? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es war nicht sehr intensiv die Verlagssuche, sondern ich wollte in dieses Self-Publishing mit einsteigen und habe dann alles selber gemacht, bis auf das Lektorat. Da habe ich mir dann Hilfe gesucht. Aber das Cover ist wundervoll von mir gestaltet. Ja, ich möchte bitte, dass das jeder appreciated, wie wundervoll ich das Ja, das gestaltet. wurde hier schon gesagt, dass da die Aussicht schön ist und sowas. Also Ja. bis auf den fehlenden Garten ist das gut Ja. angekommen. Und die Sonne, die da so nicht ganz ins Bild passt, oberhalb des Hauses und des Schlosses, die hat mein Mann mir geschenkt. Also er hat tatsächlich damals einen Grafiker beauftragt, weil die Sonne ist das Wahrzeichen von Alantua. Denn die Sonnengöttin Alanvi ist die höchste Göttin von Alantua und deswegen ist die Sonne das Wahrzeichen. Und mein Mann hat mir die Sonne geschenkt und deswegen musste die natürlich da irgendwie mal aufs Cover mit drauf. Aus ganz nostalgischen Gründen. Ja, aber also grundsätzlich gab es das mal im Print. Das heißt, es sind Exemplare im Umlauf. Ja, tatsächlich. Also Und in ganz, ganz wenn man alten das jetzt Formaten. also erwerben würde und bei dir vorbeikäme, so zum Beispiel auf einer Convention, dann tätest du es wahrscheinlich auch signieren, oder? Das würde ich tun, ja, in der Tat. Man kann ja bei dir, wenn man da vorbeikommt, auch goldene und silberne Federn bekommen. Was muss man dafür dann tun? Nett lächeln. Das Oder mein sind Buch kaufen, noch besser. also Lesezeichen, ja? Also das mit dem Genau. nett Lächeln habt ihr nicht gehört. Ihr müsst alle davon ausgehen, dass ihr Andere Bücher selbstverständlich ein kaufen. Buch kaufen müsst. Und dann kommt das da als Lesezeichen, kommt das da rein. Und dass ich hier zwei Federn habe, daraus dürft ihr schließen, dass ich zwei Bücher erworben habe, nämlich Rabenherz und Rabenkind. So sieht es Genau. nämlich aus. Und deswegen habe ich nämlich zwei Federn. Ha, ha, ha. So. Wobei die Goldfeder eher zu Gawain passt. Also das wollte ich noch anmerken. Ja, aber man kann das als Lesezeichen auch flexibel einsetzen in vielen Büchern. Ja. Lesezeichen kann man nämlich immer gut gebrauchen. So, jetzt hast du uns ja noch ein paar Buchtipps mitgebracht. Wir machen jetzt mal nicht alle, weil wir ja schon fortgeschritten sind in der Zeit. Aber wir haben jetzt so viel über König Arthus gesprochen und jetzt hast du hier nochmal Ja. König Arthur, die Entdeckung von Avalon von Geoffrey Genau. Ash. Was müssen wir uns darüber vorstellen? Das ist ein Sachbuch, aber ein sehr, also es ist nicht Hardcore-Recherche-Material von der Uni, sondern es ist mehr so ein unterhaltendes Sachbuch. Und es war das allererste Sachbuch, was ich zum Thema gelesen habe. Das haben nämlich meine Eltern mir damals geschenkt, als ich da als Teenager für König Artus und die Tafelrunde entflammt bin. Und das ist schon etwas älter, aber also manches ist wahrscheinlich auch schon überholt von dem, was da drin steht, aber es bietet halt einen ganz tollen Überblick über die Ursprünge der Artus-Sage, über die archäologische Forschung, über die Weiterentwicklung. Das ist so ein schöner, es ist auch gar nicht so dick, das Buch. Also ich habe das auch hier, ich hab, zufällig habe ich das auch hier liegen. Und ja, man sieht da, das ist, um sich mal einen ersten Überblick zu verschaffen, ist das richtig super. Ja. Und so ähnlich scheint ja hier zu sein, Rosemary Sutcliffe, König Arthus und die Abenteuer der Ritter von der Tafelrunde. Ja, das ist nur ein Roman. Also das ist in dem Fall Ach. jetzt kein Sachbuch, ja, sondern tatsächlich auch eher ein Jugendroman. Deswegen lese ich den zum Beispiel gerade auf Englisch. Weil ich Aha. denke, okay, dann kann ich wenigstens meine Englischkenntnisse auch noch verbessern. Und Rosemary Sutcliffe, die ist ja leider schon verstorben, aber die war auch ein sehr großer Fan von alten Sagen. Die hat auch Beowulf neu verfasst und ist die Autorin von Der Adler der 9. Legion. Und der wurde ja auch verfilmt mit Channing Tatum, falls es jemand interessiert. Und Übrigens auch sehr stark an der Heldenreise der Adler der 9. Legion. ja, auf Ja. jeden Fall. Also die Rosemary Sutcliffe orientiert sich auch ganz, ganz, ganz nah an Thomas Malory. Das kommt, ich weiß nicht, ob du den auch noch nimmst. Le Morte d'Arthur. Ja, wenn du das hier aufrufst, dann kommt das Ja, natürlich. genau. Und Sir Thomas Malory war damals einer der hochmittelalterlichen, ja, er hat in der Zeit der Rosenkriege gelebt. Und der hat sich komplett alles, was er zum Thema Artus-Sage und Tafelrunde finden konnte, ja, zur Verfügung gestellt. Das hat er halt alles zusammengefasst in einem Roman. Und die meisten danach
haben sich auf Mallory dann bezogen. Also das, was man so alles kennt von König Artus mit der Tafelrunde und Guinevere und The Once and Future King und so weiter, das ist alles fast in The Mord der Tür schon ja, aufgeschrieben worden. Er hat das so zusammengefasst, was bekannt war, und deswegen ist das jetzt auch das bekannteste Werk, auf das sich die meisten neuen Autoren dann beziehen. Aber es ist nicht einfach zu lesen. Also ich habe es auch noch nie ganz am Stück gelesen. Ich habe hier so eine Ausgabe mit Goldschnitt, guck mal. Und Und nicht lese schlecht, einfach, nicht ja, schlecht, gell, nicht schlecht. auf Englisch. Und ich lese immer so häppchenweise, weil da sind natürlich so tolle Überschriften. Ja, also die Kapitelüberschriften verraten quasi schon, um was es in dem Kapitel geht. Und deswegen kann man sich da eigentlich ganz gut vortasten. Nochmal vorlesen. How Sir Tristram met at the Perron with Sir Lancelot and how they fought together unknown. Also wie die miteinander gekämpft haben, ohne sich gegenseitig zu erkennen und so weiter und so fort. Da kann man schauen, was interessiert mich denn? Möchte ich jetzt mehr über Morgana erfahren, mehr über Guinevere, und kann dann die entsprechenden Kapitel lesen Also man und kann dann die Kapitel überspringen, wo nichts Interessantes drinstehen wird, verstehe. kommt ja vor. So, wo du schon vom Ja. wichtigen Standardwerken sprichst, da habe ich natürlich auch noch eines. Natürlich von Gustav Schwab die schönsten Sagen des klassischen Altertums. Das war schon ich glaube, das hat schon meinen Lateinlehrer in seiner Jugend begleitet, wenn ich mich nicht täusche. Es wird aber immer wieder neu aufgelegt und es ist tatsächlich ziemlich schön. Also es ist tatsächlich ein schönes Buch mit langen, kurzen Sagen. Da geht es also sowohl um Ilias und Odyssee, die da natürlich drin sind, oder um so die Sachen, die man so kennt wie Ödipus, aber eben auch wirklich, oder hier Prometheus oder sowas alles und Ikarus und sowas, das steht alles da drin. Aber eben auch welche, die man so vielleicht nicht so präsent hat. Und da kann man dann also dem Herkules nochmal folgen und sowas alles. Ja, also kann dann da diese ganzen wirklich klassischen Sagen, die so in unser kulturelles Erbe eigentlich darstellen, das können wir da alles drin finden, ne? Also das kann ich tatsächlich sehr empfehlen, also generell auch so als Bildungsgrundlage möchte ich jetzt fast schon mal sagen, dass man das also auch natürlich drauf hat, ne? Gut, vielleicht machen wir eins noch. In der Zeit hat der Chat noch mal die Gelegenheit, noch mal Abschlussfragen zu stellen. Wir sind nämlich fast fertig, aber du hast zwischendurch noch mal den Beowulf erwähnt. Ja, Beowulf, wenn wir jetzt mal die drei Sagen nehmen, Artus-Sage und Siegfried-Sage, beziehungsweise Nibelungenlied und Beowulf, die sind alle so zur gleichen Zeit entstanden. Und Beowulf, da geht es um einen Helden, der mit 14 Gefährten, ich glaube, es waren 14, von seiner Heimat Gautland nach Dänemark reist, um dort König Hrothgar, hieß er, glaube ich, zur Seite zu stehen, denn unter seiner königlichen Halle befindet sich ein merkwürdiges Wesen namens Krendel, das des Nachts kommt und die Leute frisst, sozusagen tötet. Und Beowulf kämpft gegen Krendel mit bloßen Händen, ohne Schwert. Das muss man sich mal vorstellen. Weil er sagt, die Bestie ist nicht bewaffnet, also kämpfe ich auch unbewaffnet, wenn das nicht mal ein Held ist. Der braucht auch keine Drachenhaut wie Siegfried, um gegen ein Monster zu kämpfen. Immer diese Seitenhiebe gegen Siegfried, das kann ich ja nun nicht gut haben. Ja. Okay. Aber tatsächlich müssen die Sagen sehr weit untereinander verbreitet gewesen sein. Also Beowulf ist wohl ist früher aufgeschrieben worden als die Nibelungensage, aber beide müssen schon bekannt gewesen sein, als Beowulf aufgeschrieben wurde. Denn es wird erwähnt, dass es einen Siegmund gibt, der einen Drachen getötet hat. Ja. Ein Zufall, ja. Genau, aber in Beowulf geht es nicht nur um Grendel, den Grendel verletzt, indem er ihm einen Arm rausreißt, und Grendel flieht dann und zu seiner Mama in die Sümpfe, und dann muss Beowulf auch gegen die Mutter von Grendel kämpfen. Und Also 50 eine Jahre Frau später. mit einer wichtigen Rolle müssen wir jetzt hier mal Ja, wie war? untypischerweise müssen wir das jetzt mal feststellen.
Es kann ja auch sein, dass Grendel eine Frau war, wer weiß. Ich dachte, das wäre auch schon in irgendeinem Film so dargestellt worden, dass Grendel eine Frau war. Auf Ich weiß jeden es Fall nicht. gibt es einen interessanten Beowulf-Film, der ja komplett mit computergenerierten Leuten gedreht wurde, die aber Vorbilder haben. Also Angelina Jolie wurde da digitalisiert zum Beispiel. Und man hat sich davon versprochen, dass man die Kinokunst revolutioniert, weil ja man dann diese Figuren natürlich alle möglichen Stunts durchführen lassen kann und die auch nicht altern. Also man könnte jetzt auch noch in 70 Jahren einen Film mit der digitalisierten Angelina Jolie spielen lassen in einer anderen Rolle. Hat sich aber trotzdem nicht so durchgesetzt. Aber war ganz interessant, sich das mal anzugucken. Und das Schöne an der Ausgabe, die du da jetzt zeigst, aus dem Regionalia Verlag, ist, die ist auch illustriert, da gibt es schöne Bilder mit drin und da der Text ja nicht einfach zu lesen ist, gibt es auch immer Erläuterungen an den Seiten. Also ich hoffe, die Zeit reicht noch. Ja, locker, locker, locker. Also hier hat man zum Beispiel nochmal so eine Folie von der ursprünglichen und hier in diesen Spalten stehen dann auch so kleine Erläuterungen dazu. Ja. Genau, das finde ich halt ganz schön an dieser Ausgabe. Weil ich will natürlich jetzt nicht, dass jeder also Anglistik, Germanistik oder sonst irgendwas studieren muss, um die alten Sagen im Original lesen zu müssen. Das ist eigentlich ganz schön in der heutigen Zeit, dass wir so einfach Zugriff haben, einfach auf alles, was wir Und lesen. übrigens, im deutschen Sprachraum haben wir den allergrößten Zugriff, weil wir die ausgeprägteste Übersetzerkultur auf der Welt haben. Also es gibt keine andere Sprache, in der es so viele verschiedene Geschichten gibt wie in Deutsch. Noch nicht mal Englisch, nicht mal Chinesisch, nichts. Also es gibt auf Deutsch die allermeisten Geschichten überhaupt. Das Das ist sollte sehr man doch schön. mal ausnutzen. So, letzte These. Ihr habt jetzt nichts gefragt, oder? Ich sehe hier keine neuen Fragen da drin. Ja, dann seid ihr jetzt natürlich selbst schuld, denn dann kommt jetzt nämlich hier meine Abschlussthese und dann sind wir nämlich fertig. Meine Abschlussthese ist nämlich, Sagen sprechen etwas zutiefst Menschliches an. Da kommen wir wieder zur tiefen Psychologie. Nein, das ist Haha. tatsächlich. sonst hätten wir uns die nicht alle gemerkt, dass sie etwas zutiefst Menschliches ansprechen. Nehmen wir doch mal König Artus. Ne? Wer träumt denn nicht davon, dass irgendwann König Artus wiederkommt und uns alle rettet? Oder König Artus ist auch so, der hat diese typische Heldenreise ja schon vor seiner Geburt angetreten durch seine Zeugung. Und das wollen die Menschen. Etwas von einem wunderbaren Menschen, der aber doch auch nahbar ist und dann doch so tolle Sachen, ja, das ist halt. Dadurch, dass die Helden, zumindest die Helden, so menschlich dargestellt sind, gibt es vielleicht dann doch den einen oder anderen kleinen Jungen, der auch Siegfried sein will oder von bei der Tafelrunde mitkämpfen will und ja, und natürlich die Konflikte, ne? Die kennen wir ja alle mit Eltern. Mit Freunden, mit sich selbst. Das Mit sind ja alles Drachen. Themen. Mit Drachen, der kratzt gleich wieder an der Tür. Gut, und deswegen sind Sagen natürlich auch heute noch relevant. Und wie wir ja vorhin Ja. festgestellt haben, müssen wir ja die Sagen auch immer in die jetzige Zeit übertragen. Und darum brauchen wir natürlich Fantasy-Romane, die auf Sagen basieren und die für unsere heutige Zeit rezipierbarer machen als die Originale. Wir danken der Jessica Burnett dafür, dass sie uns solche Bücher hier vorlegt und sie hat außerdem jetzt noch das Schlusswort und danach sind wir dann fertig. Also, wenn du noch was sagen willst, dann tu es jetzt. Vielen Dank, Robert, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank an den Chat. Ich hätte jetzt noch 10 Stunden weiterreden können. ja, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, auch für junge Menschen, dann kann ich euch auch Elaine ans Herz legen. Das ist so etwa ab 14 Jahren geeignet. Und damit kriegt man die Kinder, jungen Menschen oder auch Ältere dazu, sich einfach auch mal wieder mit den alten Sagen zu beschäftigen oder mit der Historie. Ohne dass es jetzt altbacken oder schwierig zu lesen wäre. So, das war's. Ich habe was gehört. Gut, dann vielen Dank auch nochmal an Vielen alle, die Dank. uns zugeschaut haben und auf Wiedersehen.